Am Morgen verlasen die Bürgermeister des Eurodistrikts Samoselle auf der Freundschaftsbrücke zwischen Klein-Blittersdorf und Groß-Bliedersdorf eine Deklaration. Darin wurde eine weitreichende politische Einflussnahme des Eurodistrikts auf eventuelle künftige Grenzschließungen gefordert. Die Erfahrung der letzten Monate habe viele Wunden gerissen. Gleichzeitig aber auch vielen Menschen beiderseits der Grenze deutlich gemacht, wie wichtig das Zusammenleben sei. Freue mich, dass ganz zahlreiche Bürgermeisterkollegen aus dem Regionalverband da sind. Freue mich, dass mein Kollege Vizepräsident des Eurodistrikts, Gilbert Schuhe, der Mehrer von Mosbach, da ist. Der heutige Tag ist für die Menschen in unserer Grenzregion ein Tag der Freude. Wir freuen uns über die Wiedereröffnung der Grenzen. Wir freuen uns, dass nach Monaten, in denen unsere Region durch weitgehend geschlossene Grenzen gespalten war, wir heute einen großen Schritt in Richtung Normalität gehen. Die Bürgermeister, die alle anwesend waren, forderten für den erneuten Fall einer Grenzschließung die Autorisierung für den Austausch von medizinischem Personal und Material und der Möglichkeit, Patienten über die Grenzen hinweg transferieren zu dürfen. Sie begrüßten die Initiative von Angela Merkel und Emmanuel Macron und wünschten sich eine Stärkung der deutsch-französischen Grenzregion. Das brachten auch Staatssekretär Roland Theiss und die Abgeordneten der Assemblée Nationale Nicole Triss und Christophe Aron zum Ausdruck. Denn wenn die letzten drei Monate etwas gezeigt haben, dann ist es doch das. Wenn Sie einen Körper haben, mit zwei Armen und zwei Beinen und schneiden den in der Mitte durch, dann haben Sie daraus nicht zwei Körper mit einem Bein und einem Arm, sondern eine Leiche. Wir gehören zusammen, liebe Freunde. Der Eurodistrikt umfasst 5 Gemeindeverbände des östlichen Departements Moselle und den Regionalverband Saarbrücken und damit insgesamt 700.000 Bürger beiderseits der Grenze.